heute auf der Vespa heute unterwegs, wie im letzten Video versprochen. Ja, die Corona-Krise hat uns alle im Griff. Straßen sind wie ausgestorben. Ich meide es natürlich auch rauszugehen. Ich werde nur heute jetzt zu einem Kumpel müssen und ihm was übergeben. Alles natürlich unter strengsten Corona-Richtlinien. Gib Gas jetzt! Kumpel! Ich will nichts sagen, aber die Hütte geht schon gut. Ja, zum Punkt. Also, wie ich in dem letzten Video schon erwähnt habe, hat es mit dem Simmering kupplungsseitig rausgehauen. Beziehungsweise er hat sich dann irgendwann mitgedreht, weil die Dichtfläche sich ja zerstört hat. Bin mir nicht genau sicher, warum das ist. Kann vielleicht auch sein, weil am Motor ein bisschen was gemacht ist. Aber ich muss sagen, er hat jetzt echt lang gehoben. Er hat auch viel ausgehalten. Ich bin ja Timmisjoch-Stilfsjochte mitgefahren und andere Pässe, die noch auf dem Weg lagen. Und das heißt, fette Vollgasorgien mit hohen Drehzahlen, teilweise nur noch im zweiten Gang, ersten Gang, bei übler Drehzahl den Pass hochgefahren. Und da bin ich eigentlich echt zufrieden. Also ich denke, bei normaler Fahrt würde ich jetzt noch lange mit dem Wellendichtring rumfahren. Aber ich habe jetzt auch einen Verstärkten eingebaut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das Ganze hält. Ja, nachdem ja der Motor offen war, habe ich dann noch ein paar andere Sachen ersetzt. Die Lager habe ich gelassen, weil die hatte ich ja erst vor kurzem ersetzt. Und auf diesen Vespa-Sachen ist eh nicht viel Belastung drauf auf den Lagern jetzt. Ja, alles dann abgedichtet. Dann habe ich noch neue Kolbenringe drauf gemacht, weil die waren immer so gut. Ich habe es dann auch gemerkt, von der Leistung fand ich, war er dann recht träge, meinen Zylinder. Und ich merke es jetzt auch tatsächlich mit den neuen Kolbenringen nach dem Einfahren, dass sie wieder richtig Druck hat, obenrum raus. Schauen wir mal, wie lange das Ganze hält. Und wenn es dann nochmal abkacken sollte, dann werde ich den Motor mal ganz in Ruhe aufmachen, ohne Zeitdruck komplett zerlegen und mal alles kontrollieren, messen. Und vielleicht habe ich sogar einen anderen Zylindersatz drauf, muss ich mir noch überlegen. Ja, ansonsten, Wetter ist mega, schaut sich das an. 15 Grad, strahlenblauer Himmel. Ja, kann man nicht meckern, oder? Wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, bin ich jetzt mit der. Okay, danke. Bin ich ja jetzt mit der Herkules fertig. Bin seitdem gar nicht mehr gefahren. War natürlich auch wegen dem ganzen Corona-Scheiß, wo man das Fahren ja. Es ist ja nicht verboten, weil man ja keinen Kontakt zu Menschen hat. So wie jetzt irgendwo in einem Café oder im Club oder sonst wo. Aber man soll es halt trotzdem meiden, man soll halt einfach daheim bleiben. Und ich habe mich auch dran gehalten. Ich habe jetzt wirklich das Haus nur für Einkäufe verlassen. Und jetzt fahre ich halt nur schnell zum Kumpel und nutze es dann noch, um eben dieses Video hier abzudrehen. Aber ansonsten halte ich mich auf jeden Fall dran. Ich hoffe, die meisten machen es auch, weil die Situation ist halt heftig. Bei mir hat sich jetzt mit der Schule momentan erledigt, die hat auch zugemacht. Voraussichtlich noch bis 19. Und ich hoffe wirklich, dass es danach weitergeht, weil das natürlich auch eine Geldfrage ist. Ich habe jetzt keine Einnahmen, ich arbeite jetzt momentan nicht. Und normalerweise, wenn es so gelaufen wäre wie geplant, wäre ich ja in ungefähr einem Monat fertig und könnte dann wieder Geld verdienen. Jetzt verschiebt sich es aber ja mindestens einen Monat raus. Und wer weiß, ob es nicht noch länger geht, das Ganze. Weil ich glaube, dass es erst der Anfang ist. Und dann wird es echt eng, dann muss ich echt ein bisschen schauen, was ich dann mache. Eieieiei. Ey, das ist voll schwammig hier. Scheiß Vespa, ey. Kackteil. Aber es klappt. Also wenn ich mir das so anschaue, wird es hier glaube ich mal wieder Zeit für eine ordentliche Politur. Der Lack ist schon total stumpf. Ja, die hat in letzter Zeit nicht so viel Pflege von mir bekommen, das gebe ich zu. Sie wurde halt gefahren und ja, das war es dann eigentlich schon wieder. Ich habe sie jetzt seit, ich glaube 2009. Mit 19 oder 20 habe ich sie gekauft. Seitdem habe ich sie viel gefahren, viel erlebt, viel geschimpft, vor allem. Bei der Scheiße geht halt auch ständig was kaputt. Das ist halt bei den Italienern einfach so. Kann man sagen, was man will.
Aber ich habe sie ins Herz geschlossen. Ich liebe sie, ich werde sie auch nie wieder hergeben. Und mal schauen, was noch alles so kommen wird an geilen Touren und Ausflügen und irgendwelchen Pannen natürlich auch. Aber ich würde sagen, jetzt steht es mal gut da. Motor ist durchgewartet und die nächsten paar tausend Kilometer können definitiv kommen. Ich weiß ja nicht, aber erinnert euch das auch mal ein bisschen was? So Achterbahnfahrt oder so? Oh, Kacke! Scheiße, Digga! Ich hoffe, da kommt jetzt keiner hoch. Ich bremse lieber. Hey, so krass. Jetzt geht's nach Hause. Genug über die alten Zeiten nachgedacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und falls die Kamera ausgeht, weil der Akku mega schwach ist, wünsche ich euch noch viel Gesundheit. Bleibt zu Hause, bis diese ganze Scheiße mit Corona überstanden ist. Und dann schaffen wir das auch.